langen Monaten des Kampfes konnten wir Nexus besiegen. Der von Dr. Reed begonnene Krieg war vorüber. Wir haben viele der verloren gegangenen Technologien wieder bergen können. Nun ist es an der Zeit, sie für den Wiederaufbau der Welt zu nutzen. Aus Asche und Ruin wird die Menschheit wieder auferstehen. Missionsziel erreicht. Ha. 26 Stunden, hau ab. So, das war mein Bruder kurz. Egal. Also, wir haben 26 Stunden, 25 Minuten, 20 Sekunden gebraucht. Yeah. Zurück zum Hauptmenü. Kommt noch was? Nein, gibt's Credits. Es gibt keine Credits? Komische Sache. Ja. Also, das war auf schwer. Wobei ich sagen muss, ehrlich gesagt, bisschen zu leicht für schwer. Also, es gab schon ein paar nervige Missionen. Also die erste Mission der Beta-Kampagne auf jeden Fall. Dann die vorletzte Mission auf jeden Fall. Das war ja den Lasersatelliten. Erst ging mir die mit ihrem Gelaber auf die Nerven und dann, boah, mit den scheiß Satelliten, die da unten einschlagen. Nervig, nervig. Aber insgesamt möchte ich sagen, für schwer fand ich es persönlich wenig zu einfach. Ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich irgendein Mod oder gesehen oder irgendeine Einstellung, das es Höllen einfach gemacht hat. Oh, egal. Ah. So, nun kommt gleich noch das kleine Extra, wenn wir ein bisschen mehr erzählen über Zeug und so. Aber da muss ich kurz das Spiel beenden. Bis gleich dann. So, da geht's jetzt weiter mit meiner kleinen Extra, mit Warzone Hardcore Companion Mode. Ja, den kann man sich auch auf derselben Website wie das Spiel runterladen. Habe ich erst kurz entdeckt, leider. Oder zum Glück, sonst wäre ich noch auf die Idee gekommen, das so zu spielen, was keine gute Idee ist. Also ich zeig's mal kurz. In der Kampagne 1. Wo der Unterschied ist. Energieressource. Ja, ja. So, wir bauen hier erstmal so ganz normal. Sieht alles normal aus und wir sind jetzt grün. Warum? Weil er hin und wieder die Schwabe überschreibt. Eintreffender Aufklärungsbericht. Ja, ja, ja. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. So. Was genau ist jetzt so schwer daran? Konstruktion abgeschlossen. Die Tatsache, dass der Feind schon mal nur mit Fahrzeugen kommt und nicht mit Infanterie, wie es ja im normalen Modus oder halt ohne den Mod macht. Und das macht die Sache natürlich härter. Viel, viel härter. Und ich werde von dem Mod jetzt mal kurz die erste Mission, haben wir gedacht, spielen. Nicht mehr, nein. Weil es ist doch recht hart, wie man gleich nachher sieht dann. Sobald ich meine Basis aufgebaut habe. Forschungslabore brauche ich nicht wirklich. Dafür aber lieber so zwei, drei Fabriken. Und bauen wir sicherheitshalber noch ein Forschungslabor. Vielleicht kriegen wir ja doch noch was zum Erforschen. Drehe die Schwierigkeiten auf und in der Zwischenzeit kann ich noch eine Kleinigkeit zeigen. Wenn es funktioniert. Ah, Cheats sind jetzt aktiviert. Gut. Jetzt müsste nochmal. Dann kann man so Shift drücken und dann kann man. Nein, geht nicht. Eigentlich sollte man die Fahrzeuge dann irgendwie fahren können, wenn man Cheat-Modus aktiviert hat. Scheint aber nicht zu funktionieren. Also man sollte nur normalerweise Leertaste drücken können, dann kann man die theoretisch fahren. Funktioniert aber scheinbar nicht mehr. Wurde entweder entfernt oder sind jetzt deaktiviert. Okay, benutzt den Cheat. Benutzte den Cheat, müsste doch korrekt heißen, oder? Egal. Wir haben Viper mit Maschinengewehren. Davon werden wir gleich mal 9 Stück bauen, irgendwie. Und jetzt zweites mal 9 Stück. Warum wir so viele davon bauen werden, werdet ihr gleich sehen. Scheiß Husten da. Und davon bauen wir dann nochmal 9 Stück hier. Denn wir werden sehr viele Einheiten brauchen, um die Mission zu gewinnen. So, und während das hier alles aufbaut, werde ich ein bisschen was über das Spiel erzählen. Oder, also wie ich das Spiel fand. Ich finde es ein schönes Spiel. Grafik ist in Ordnung, finde ich. Also, okay, klar, sie kann nicht mit 9 mithalten, aber ich finde die völlig in Ordnung und ausreichend.
Gut, das ist Geschmackssache, manche Leute spielen halt keine neueren Spiele, keine Spiele mit älterer Grafik. Produktion und wir erkunden mal kurz hier ein bisschen. Einheit können wir das Leisten verlieren. Schwierigkeitsher, also schwer, ich fand's ehrlich gesagt, manche Missionen, klar, ich habe mich ein wenig aufgeregt und so und man sieht schon, da sind ganz viele Fahrzeuge. Und sie waren aber, ein paar waren wirklich schwieriger, aber insgesamt muss ich sagen, doch nicht so mega schwer, dass man es nicht durchspielen könnte, auch schwer. Vor allem, wenn man sich vielleicht im Gegensatz zu mir mal die Beschreibungen durchliest von den Sachen und sich die vielleicht auch merkt. Und dann dementsprechend auch seine Sachen baut und vielleicht auch Mobilartillerie einsetzt und mobile Luftabwehr, dann wird das vielleicht alles noch ganz viel einfacher und toller, ne? Und wir killen jetzt erstmal ein paar Fahrzeuge. Aber es wäre ja langweilig und ich hätte ja gar keinen Spaß daran, wenn ich mir das lächerlich machen würde. Und ja, also man sieht schon, hier kommen wesentlich mehr Fahrzeuge. Also ich weiß nicht, mehr Fahrzeuge. Also nur Fahrzeuge, diese Infanterie, die es normalerweise gibt, die gibt's hier nicht. In dem Mod. Mit der Mod. Die Mod. Mit dieser Modifikation. Sagen wir es einfach so, dann ist es korrekt. Produktion abgeschlossen. Und ja, man sieht schon, es ist schwieriger. Ha, deswegen heißt es wahrscheinlich Hard Mode Kampagne. Und oh, es sind so viele einfach. Scavenger Außenposten entdecken. Oh Gott, da ist ein Außenposten. Ja, das machen die ganze Straße dicht mit ihren scheiß Jeeps hier. Aber wir kriegen ja schon wieder Verstärkung. Oh Gott, und die Verstärkung ist gleich tot. Nein, die kommt gar nicht erst rechtzeitig an. Ja, wird sehr schwierig, befördert Einheiten zu bekommen. Also vielleicht später mal ein Commander, aber sonst. Produktion abgeschlossen. Schwierig. Also, was soll ich jetzt sagen? Ah ja, zurück zum Spiel. Jeder, der ein Strategiespiel mag, wird dieses Spiel, also mir zumindest, würde ich sagen, wird es ihm gefallen, wenn es sich nicht so mega mäßig übertoll für nur Grafik interessiert. Gott, Deutsch. Deutsch ist heute nicht, ne? Ist heute nicht mein Freund. Und wer Forschungen liebt, also, der wird dieses Spiel auch lieben. Denn man kann so verdammt viel erforschen. Und ich muss sagen, ich glaube, ich habe so gut wie alles erforscht in der Kampagne eben, was es gab. Also ich wüsste nicht, was mir noch fehlt haben könnte. Vielleicht irgendwo ein Artefakt übersehen, das könnte sein. Vielleicht noch irgendwas tatsächlich übersehen habe. Ich weiß nicht, kommen die dann alle so der Reihe nach oder also hat alles fest vorgeschrieben? Oh Gott! Ach du Scheißendreck. Ich glaube, ich werde Cheats brauchen. Fickt euch. Okay. Ich komme gleich wieder. So, nachdem ich kurz was geschaut habe, kann es jetzt weitergehen. Ja, schönes Spiel. Spiel das, es lohnt sich, es ist Freeware, es ist Open Source, was immer mehr. Und ich werde jetzt ein bisschen... Wow, man kann maximal 99.999 haben. Also Energie. Schöne Sache. Power over... Was stand da eben? Overwhelming? Boah, das ist aus StarCraft geklaut. StarCraft 1 kenne ich. So, und jetzt drückt man Shift und D. Also, ich muss in Tracking Mode. Jetzt kann ich sie fahren. Cool, also ihr macht den Cheat-Modus an mit... Shift und Backwards, also Rückwärtstaste. Drückt dann, wählt dann eine Einheit aus und drückt Leertaste, macht Shift und D und dann könnte sie fahren. Boah, finde ich sau cool. So, jetzt kann sie nicht mehr fahren, richtig? Nein, jetzt kann sie nicht mehr fahren. Ich will jetzt mal so eine Einheit fahren. Das ist cool. Ja, hier greifen an. Können wir auch schießen? Produktion abgeschlossen. Nein, können wir nicht. Produktion abgeschlossen. Aber ich finde die Funktion cool. Funktioniert übrigens nicht im Multiplayer, so wie ich das gelesen habe. Aber ich finde die Funktion endlos cool. Schade, dass man nicht noch irgendwie mit schießen kann, aber... Ach, der schießt von alleine. Ist ja cool. Dumm nur, dass wir den Schüssen nicht ausweichen. Gott, sind da viele! Und jetzt? Ist jetzt gerade schlecht.
Produktion abgeschlossen. Ja. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Scheiße. Fuck, fuck, fuck. Ja, okay, jetzt müssen wir diese schwulen Ansicht weiterfahren, oder wie sehe ich das? Moment. Verdammt! Produktion abgeschlossen. Jetzt habe ich ein kleines technisches Problem. Produktion abgeschlossen. Ich komme nicht mehr aus diesem hässlichen Modus raus. Oh Gott. Okay, jetzt habe ich ein kleines Problem. Ja, so möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht weiterspielen. Habe ich das jetzt gespeichert als leere Mission? Nein, das geht nicht gut. Vielleicht geht's so wieder weg, dieses scheiß Ansicht hier technisch, ne? Da hatte ich leider noch das Falsche. Bin ich schlau oder was? Ja. Aber sowas von... Kann man gar nicht schreiben. So, was kann ich noch über das Spiel sagen? Ja, habe ich alles am Anfang schon gesagt, oder? Ja. Ich wiederhole mich jetzt nicht nochmal, oder? Oh, es geht wieder weg. Gott sei Dank. So, Einheiten bauen. Komm, wir wollen die Mission gewinnen. Wir haben ganz viel Energie. 99.999. So viel hatte ich nie in der Kampagne irgendwie. Na gut, wir brauchen... Also man muss auf Energie achten, dass man die kriegt, weil... Ohne Energie ist Essig, ne? Mit Essig auf Feinden zu werfen, Produktion ist jetzt nicht unbedingt effizient. Produktion deswegen sollte man das auch lassen. Wie komme ich jetzt darauf, Essig auf Feinde zu werfen? Keine Ahnung. Wir bauen noch eine Fabrik, das muss schneller gehen. Gott, ich habe voll die Einheiten in der ersten Kampagnenmission. So viel musste ich nicht auf schwer bauen, Produktion nein. Produktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Egal. Produktion abgeschlossen. Wir bauen noch mehr Fabriken, wenn wir noch irgendwo eine hinbauen können. Können wir noch wo eine bauen? Irgendwo hier in der Basis? Sieht schlecht. Ah, ja, noch Platz. Wir haben noch Platz. Haben wir noch eine Platz? Ja, Produktion geile Sache. Abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Ich glaube, Produktion abgeschlossen. Den Schwierigkeitsgrad wird man Produktion nicht einfach so ohne Cheat schaffen. Also, ich weiß nicht. Ich meine, ich schau mal, wie weit ich mit meiner Armee hier komme, ne? 21 Einheiten in der ersten Mission, was geht ab? Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Produktion Gott, wie viel Phase da schon stehen? Ist die erste Mission wohlgemerkt, ne? Ihr könnt ja mal das erste. Nein, die dritte Folge war es, glaube ich, wo ich die erste Mission spiele. Gott. Langes her. Produktion die Menge an Fahrzeugen. Da gab es gar keine Fahrzeuge, oder? Doch, ein oder zwei Fahrzeuge hatten sie, aber. Größter Teil war Infanterie und so, ne? Ja, mach mal alles platt Produktion hier. Produktion abgeschlossen. Und wie es aussieht, kann ich nicht mehr als 5. Energieressource. Scavenger Außenposten.